Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Ich bin Dennis oder Classified B und wir sind immer noch hier in der, naja, keine Ahnung, Hexenhöhle, naja, in dem Hexengebiet. Ich denke mal, hier gibt es sonst weiter nichts. Außer dem Hexenraben. Truhe haben wir auch gefunden. Liegt hier noch irgendwas auf dem Tisch? Hexenrabenklaue. Die sollte wertvoll sein und die Federn auch. Ansonsten, ich glaube, es ist Richtung Osten, ja. Gehen wir mal weiter. Vorsichtig hier runter. Hoffentlich so, dass Lydia auch. Wow, das hat mich gerade erschreckt. Ha, das war wohl eine Falle. Okay, wow. Okay, also nicht da lang. Okay, ich glaube, jetzt bin ich wieder im Spiel. Was zur Hölle war das? Oh mein Gott. Oh, ich will irgendwie nochmal nachgucken. Vielleicht sehe ich ja, was mich da erwischt hat. Ich bin ja irgendwo hier runtergefallen. Ich sehe jetzt gerade nicht. Das Kaninchen wird es wohl nicht sein. Aber wow. Es war wie eine Explosion. Oh Mann. Naja. Ich hau mal lieber schnell ab, bevor ich nochmal in die Luft fliege. Richtung Süden zurück zur Hauptstraße und dann gehen wir zu Barbas, glaube ich, und dann zu Clavigus Schrein. Denn das ist hier nicht so weit von entfernt. Lydia ist auch bei mir. Ist schon alles in Ordnung. Wir könnten theoretisch hier ein paar Sachen verkaufen. Wir haben ja jetzt schon wieder so viele Sachen gesammelt. Hier irgendwo rauf. Irgendwo hier war nämlich ein Händler. Diesem Lager ist irgendwo einer. Hier. Hey, was soll den denn das? Quartiermeister. Hey, Was gar braucht ihr? nichts. Ich möchte Sachen verkaufen. Mal sehen, ob was wir überhaupt verkaufen können. Die Rede stehen des Entziehens, den brauchen wir ja nicht mehr. Und die Zwergenstreitaxt kann auch weg. Bis Stufe 3. Ich glaube, die meisten Untoten, die wir sehen, die sind stärker. Außerdem ist es ein Zweihänder. Ein Eisen-Zweihänder ist jetzt nicht wirklich was, was ich brauche. Lydia auch nicht, also. Kann das hoffentlich alles weg hier? Stahlplattenhelm der großen Veränderung. Braucht Lydia nicht. Wir auch nicht. Die Vampirrüstung. Brauchen wir alles nicht. So. Er hat auch kaum noch Gold. Kriegt dann noch den Rest hier von mir. So, was hat er denn noch? Was wir so kaufen könnten. Zwergenpfeile, Stahlpfeile. Benutze ich jetzt eigentlich gerade welche? Ich benutze immer noch die Eisenpfeile. Stahlpfeile habe ich ja kaum. Hat er sonst noch irgendwas Gutes? Nein. Eisenrüstung der geringen Gesundheit ist auch nicht so wirklich meins. Höchstens was für Lydia. Nö. Nein, er hat nichts. Ah ja, dann sind wir wenigstens ein bisschen unserer Last losgeworden. Ich weiß gar nicht, ob ich Lydia auch Sachen gegeben habe. Ich kann ja einfach mal kurz gucken. Hey Lydia. Bin immer noch da. Gucken wir mal. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen.
Oh ja, wir haben ganz viel Blödsinn noch, aber er hat kaum noch Geld, also bringt das nichts. Egal. Dann mal los. Wir werden hoffentlich nicht allzu viel finden. Also nicht, ja, nicht viel, sondern Besonderes. Bei Clavicus Vile? Vile, ne? Also ich glaube, es wird Clavicus Vile ausgesprochen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber war da nicht irgendwie eine Vampirhöhle, wo ich reingegangen bin und dann gesagt habe, nee, das lassen wir mal lieber. Aber jetzt bin ich ja schon ein paar Stufen höher als damals. Aber, na, wer weiß. Vielleicht hilft uns Barbas ja auch. Na, es sieht so aus, als müssten wir hier rein. Jetzt mal so ganz scharf gucke, ja. Speichern wir hier nochmal. Lydia nicht vergessen mitzukommen. Ja. Und da ist sie. Alles in Ordnung. Oder waren wir hier? Nee, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier nur einen Vampir besiegt haben und dann habe ich beschlossen, lieber nicht weiterzugehen. Aus Angst, dass ich gesehen werde und dann von Vampiren einfach niedergestreckt werde. So. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass wir jetzt hier richtig sind. Wir sind hier und kommen theoretisch von hier. Ja, da sind alle anderen Sachen, aber hier ist das, was wichtig ist. Genau. Hier waren wir auch schon dran, oder? Nur noch ein Eisenschild, der mir zu schwer ist für den Wert. Den hier? Hinter uns, sehr gut. Na, dann wollen wir. Oh, eine Falle. Deaktivieren. Gerade erst genährt, aber noch immer hungrig. Was ist da draußen? Nichts, gar nichts. Wo ist die Falle? Oh Gott. Der macht jetzt nichts Falsches. Okay, sie hat es tatsächlich geschafft. Da bin ich ja mal beruhigt. Der Vampirstaub ist extrem viel wert. Nochmal speichern. Eine hübsche Höhle habt ihr hier. Oh je. So groß und offen und hier sind mehrere. Naja. Ich kann nur hoffen, dass die Vampirin zu doof war. Nee, so blöd war sie dann auch nicht. Der Vampir-Dinger ist wieder aufgestanden. Komm. Probieren wir es einfach mal so. Oh, das bringt ja fast gar nichts. So. Okay. Alles ist gut. Der ist zu Staub verfallen. Warum auch nicht? Ups. Ich mache das immer wieder. Ich klicke immer wieder zu weit oben. Zwei Granatsteine. Nicht nur eine, sondern gleich zwei auf einmal. So. Okay. Na, wenn es nur so Vampire sind in der Klassifikation. Übrigens, cool ist auch, dass er das Ding dann wenigstens fallen lässt, wenn er stirbt. Hier haben wir einen Sarg. Logischerweise. Vampirsarg. Unangenehm ist es hier. Und da haben sie, glaube ich, eine Leiche, die sie nicht mehr brauchen. Oh, was machen die denn hier? Wirklich, essen die auch noch das Fleisch? Hier ist noch eins, aber das wird ihrer sein. Trotzdem.
merke gerade, dass ich einen Fehler gemacht habe. So. Gewohnheitsbedingt nämlich 1 anstatt F1 gedrückt. Und wir klauen uns die ganzen Bücher. Warum auch nicht? Könnten ja mal irgendwie wertvoll sein. Oh wow, ein Holzschwert, mit dem man auch theoretisch kämpfen könnte. Ich meine, ich weiß nicht warum, wenn wir ein normales Schwert haben, aber... Ein kaiserlicher, natürlich. Was auch sonst, ne, Lydia? Okay. Hoffentlich keine weiteren Fallen. Oh oh. Nochmal ein großes, offenes Gebiet. Ich auch nicht, Lydia. Aber uns bleibt ja wohl nichts übrig. Und verfehlt. Schon wieder verfehlt. Und nicht verfehlt, aber weniger Schaden gemacht. Aber genug. Oh, oh wirklich? Jetzt bezahlt ihr. Na cool, Lydia ist schon hier. Was? Ach komm schon, Lydia, hau einfach ab, nicht immer im Weg stehen. Warum ist hier ein normaler Bandit und kämpft einfach? Ach so. Schon klar. Ich verstehe, warum hier ein normaler Bandit ist. Sie hat ihn besessen oder wie auch immer die das machen. Und natürlich bin ich aufgestiegen. Also. Was zur Hölle? Wie ist der wieder aufgestanden? Ach, da unten ist noch ein Vampir. Das hat Lydia leider auch getroffen. Ah, schon wieder 1 gedrückt. Stirb. Okay, wenn ich jetzt... wenn ich jetzt nicht... sofort da runtergehe und den auch töte, dann belebt er nur wieder andere wieder. Wirklich... Ich bin natürlich genau in eine Lücke gefallen, wo ich nicht mehr rausspringen kann. Okay, das bringt überhaupt nichts. Super. Komm schon. Okay, super. Jetzt haben wir es aber. Ursprünge der Dwemer-Gesetze. Was hat sie denn hier so... Okay, die scheint sehr an Dwemer interessiert zu sein. Dieter Skelder. Mischtaktiken, aber ich glaube, das hatten wir schon, sonst hätte ich jetzt mehr in Alchemie bekommen. Edera und Dedra. Und was hat sie so? Vampirrüstung der geringen Beschwörung. Beschwörungskosten 12% weniger Magika. Magika regeneriert sich um 50% schneller. Deswegen konnte sie so viele wiederbeleben auf einmal. Mein Stahlpfeil und auch mein Stahlpfeil.